Jo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Hier sind schon Titel. Heute nach ungelungen 5000 Jahren wird es mal wieder Zeit für eine neue Folge von den lustigen Ebay-Chat-Fails oder Postboten-Fails oder wie man es auch mal nennen mag. Und ja, Leute, in der letzten Folge hatten wir halt besonders viele Postboten-Fails da, sowohl Postboten übel dumm ihre Pakete versteckt. Ja, Leute, wer das noch nicht gesehen hat, Link in der Beschreibung, schaut da gerne mal vorbei. Aber heute gibt's nochmal seit langem mal fast nur Chat-Fails, also so richtig dumme Chats zwischen Verkäufer und Käufer auf Ebay. Und Leute, da ist echt so viel Behindertes dabei. Junge, da komme ich wieder nicht auf mein Leben klar. Aber ja, ich würde sagen, wir labern nicht zu lange drum herum, Leute. Wir fangen direkt an. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal, Leute. Wir sind auf dem Weg zu 2 Millionen Abonnenten und die müssen wir auf jeden Fall jetzt im Jahr 2019 noch rocken. Deswegen ja, Leute, lasst ein Abo da, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ich würde sagen, wir fangen an. Let's go. Okay, Leute, also verkauft wird hier ein iPhone 8 Plus 64 GB in Silber und dann schreibt der Käufer, mach mal einen guten Preis. Schreibt der Verkäufer, 680 Euro ist ein Festpreis, also man kann da nichts mehr machen. Zu viel, hat dann 400 gedacht. Das Teil ist noch eingeschweißt in der Verpackung. Bei Amazon kostet es 80 Euro mehr. Also damit meint er halt das Originale. Würde man das halt jetzt auf Amazon kaufen, kostet 80 Euro mehr. Wobei es eigentlich dasselbe ist, weil das halt von ihm auch noch neu ist. Dann antwortet der Käufer, 420 Euro Fragezeichen. Junge, kannst du nicht lesen? Und dann meint der Typ natürlich, nein, mach ich nicht. Dann schreibt er, kannst du es aus der Packung rausnehmen? Dann fragt er, hey, warum? Dann ist es nicht mehr verschweißt und du kannst es mir billiger verkaufen. Bruder! Das ist ja ein Lifehack. Also zukünftig, wenn ihr irgendwas Neues kaufen wollt, fragt den Verkäufer einfach, hey, kannst du die Packung einfach aufmachen, damit es gebraucht und nicht mehr neu ist? Und dann, Alter, das ist ja genial, Digga. Weiter geht's mit einem Mercedes-Benz Coupé W100. Ist auf jeden Fall eine C-Klasse C230, wo halt vor dem Angebot steht, reserviert. Dann wird der Verkäufer auf jeden Fall angeschrieben, moin. Ich habe sehr großes Interesse an dem Wagen und will auch nicht lange fackeln, sondern will einfach angucken und kaufen kommen, falls die Reservierung aufgehoben wird. Würde mich freuen, wenn Sie sich bei mir melden würden, falls die Reservierung aufgehoben wird, mit freundlichen Grüßen, bla bla. Eigentlich voll normales Anschreiben. Dann schreibt aber der Verkäufer, ist reserviert. Schreibt der Typ halt, okay, ja, wie gesagt, falls der Interessent abspringt, wäre es super, wenn ich mir den Wagen angucken könnte. Dann schreibt der Typ wieder, ist reserviert. Dann schreibt der, okay, dann schreibt er, ist reserviert. Ist reserviert. Dann schreibt der Typ, habe ich verstanden, Digga, danke. Dann schreibt er, ist reserviert. Also sie will jetzt ja keine Thesen aufstellen, aber ich glaube, der Wagen ist reserviert. Junge, was ist das für einer? Egal, was der dem schreibt, immer ist reserviert, Junge. Boah, muss los, Junge. Statt immer freundlich sagt, ja, stell mal vor, der springt jetzt ab, dann hat er keinen Käufer mehr. So hätte er sich den sichern können. Aber ja, Grüße gehen an der Stelle mal ganz gediegen raus. Weiter geht's mit dem nächsten Chat. Und zwar schreibt Thomas, hallo, Telefonnummer. Ich habe Interesse, kann ich jetzt kommen? Schreibt der Verkäufer, der Max heißt, servus. Ich habe schon zwei Anfragen, die würden mir 50 bieten. Schreibt Thomas, Fragezeichen. Schreibt der Max wieder, ja, ich habe bereits zwei Interessenten, die mir 50 Euro dafür bieten. Also, was würden Sie bieten? Mit freundlichen Grüßen. Und dann schreibt Thomas, ich kann es als Geschenk annehmen. Verkauf. Dann mal, Leute, ganz kurz hier für zwischendurch, ja, noch ein kleiner DHL-Aufkleber. Und Achtung, vor der ersten Inbetriebnahme, KC Minuten in Betrieb nehmen. Oder der Typ, der das ausgefüllt hat, muss auch ganz... Weiter geht's mit einer Katze, die schweißen kann, MEG und MAG. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Schweißgeräte, Marken, keine Ahnung. 80 Euro Verhandlungsbasis. Hallo, ich suche eine Katze, die das MIG-Schweißverfahren gut beherrscht. WIG wäre auch okay. Du, da werden sich wahrscheinlich eine halbe Million Leute melden, weil ich sag mal so, welche Katze kann nicht schweißen, ne? Weiter geht's mit einem echt emotionalen Verkauf. Und zwar wird hier verkauft, Leute, Roland, die Hausmücke. 18 Euro Verhandelbasis in Schloss Holte Stuckenbrock. Keine Ahnung, wo das ist. Hallo, leider muss ich diese Anzeige aufgeben, da mich aus finanziellen Gründen momentan nicht mehr um Roland kümmern kann. Gebe nur in gute Hände weiter und würde mich freuen, wenn ich ihn später wieder zurückkaufen kann. Er liebt es, wenn man zweimal täglich mit ihm 15 Minuten spielt. Der gute Roland ist entwurmt und gechippt. Wahrscheinlich gechippt, oder? Die letzte Impfung war im Oktober 2018. Ein paar weitere Fragen. Schickt mir gerne eine PN. Alter, wie kommt man denn auf sowas, Junge? Der verkauft eine Hausmücke, die entwurmt und gechippt ist. Der Typ, der das hier verfasst und reingestellt hat, Junge, der hat eine Medaille verdient, Alter, so krass wie das ist. Also richtig, richtig cool. Aber ja, auf so eine Idee muss man erstmal kommen, Leute. Weiter geht's mal mit was anderem, und zwar kennt ihr das vielleicht, dass auf so einem Blackboard in einem Ort oder sowas kann man ja so gesucht, gefunden Sachen hinmachen, so bla bla. Ich suche momentan einen Job, ich suche dies. Und da hat jemand auch einen Job gesucht, und zwar hat er angekreuzt, ich suche einen Job für Freitagnachmittag und für Samstagvormittag. Pro Tag 50 Euro, egal was, außer operieren. Digga!
Also ich hätte jetzt am allermeisten damit gerechnet, dass Diss ein Krankenhaus sieht und anruft, Digga, wir brauchen einen neuen Chefarzt. Junge, was Diss? Was für operieren? Aber das Ding ist, wenn der Diss da drauf schreibt, ich will nicht wissen, was der da schon alles gemacht hat, weil wenn er das schon dabei schreibt, dann muss da schon mal irgendwas davor gefallen sein. Junge, muss los. Verkauft werden Apple AirPods neu versiegelt mit Garantie und ja, auf jeden Fall geht's dann da schon so weit, dass es verkauft wird, bla bla, Preis wurde abgemacht. Und dann schreit der Verkäufer, ja gerne, machen wir so, ne, aber PayPal über Freunde ist okay. Wer das nicht weiß, wenn man halt auf PayPal Freund auswählt bei der Seite, dann schickt man das Geld und kann das nicht wieder zurückziehen. Wenn man Waren und Dienstleistungen angibt, kann man das Geld wieder zurückziehen und davor schützen sich dann quasi Verkäufer, dass sie da nicht verarscht werden. Dann schreibt der Käufer, geht auch nicht Freunde, dann schreibt er nein, sorry. Auch nicht, wenn ich die Gebühren übernehme? Nein, ich möchte per Freunde. Warum das, wenn ich fragen darf? Du darfst nicht fragen. Geklärt, Junge, was soll man da noch sagen? Du darfst nicht fragen, Junge. Okay, Leute, das nächste, da wird ein Handy verkauft und die Gucker, wenn die das sehen. Bitte schreiben Sie mir sofort. Was bietest du denn für das Handy? Ich habe so viele Anfragen, ich muss ein bisschen eingrenzen. 200, holle es sofort ab. 200 ist leider mehr als zu wenig, sorry. Gib Ihnen auch eine UV-Lampe. Was soll ich mit einer UV-Lampe? Was weiß ich? Junge, warum bietest du die denn an? Was ist das für sinnlose Scheiße, Digga? UV-Lampen, weiß, ey. Leute, hau rein. Weiter geht's, verkauft wird eine Casio Exilimim. Das hört sich an wie ein Zauberspruch. Anscheinend ist es eine Digitalkamera, Leute. Er schreibt dann, bla bla, für wie viel willst du mitverkaufen? Dann schreibt der Verkäufer, 15 Euro kannst du dir am Wochenende holen. So, dann kam halt einen Tag lang keine Antwort. Dann hat er geschrieben, okay, hast du noch Interesse? Dann schreibt er, nein, ich habe mir eine von Amazon beschreit. Na dann, wenn man sich das auf Amazon beschreit hat, ist ja alles geklärt. Weiter geht's, hier wird eine PlayStation 2 verkauft. Dann schreibt derjenige, hallo Stella, ist die PlayStation 2 noch da? Kann sie vor dem Kauf getestet werden? Danke und Gruß. Dann antwortet Stella, hallo, ja, aber lassen Sie bitte die Finger von mir, Sie Lustmolch. Kunstleder, Bürostuhl. Moin, ich würde den Stuhl für 20 Euro nehmen. Das ist mir zu wenig. Was? Aber der Stuhl steht doch mit 20 Euro Festpreis in der Anzeige. Ja, aber die Anzeige ist doch schon seit über einem Monat online. Da ändern sich die Preise nämlich. Was ist das denn für eine Logik? Aus welchem Grund sollte der Stuhl denn plötzlich teurer sein als vor einem Monat? Dann schreibt der Typ Inflation, Junge. Was für eine Inflation, Junge? Boah, ich muss aber los, Junge. Egal, Leute, weiter geht's mit einem jetzt mal etwas längeren Chat. Und zwar, ist der Schrank noch da? Da sollte ein Schrank gekauft werden. Schreibt der Verkäufer, ja, ist er. Wann kann ich ihn abholen kommen? Wie sieht's mit morgen aus? Um wie viel Uhr? Dann antwortet der Typ, schicken Sie mir die Adresse. Dann schreibt der Verkäufer halt, wie sieht's mit 12 Uhr aus? Hat dann die Adresse geschickt, wenn nötig, hilft meinem Sohn beim Runtertragen. Daraufhin kam halt mal wieder keine Antwort und dann am nächsten Morgen geschrieben, okay, was ist denn jetzt? Und dann schreibt der Wiederkäufer, hallo, ich wollte fragen, ob Sie morgen zu Hause sind und noch eine Frage, ob der Schrank schon abgebaut ist. Ja. Also, 16 Uhr würde gehen. Und nein, der Schrank ist nicht abgebaut. Also, morgen um 16 Uhr gehen Sie schon. Dann der Fragezeichen, Junge, was ist das für ein Text? Dann schreibt er wieder, wann soll ich kommen? Und dann schreibt der Verkäufer, 16 Uhr. Und der Schrank ist nicht abgebaut. Dann schreibt der Käufer wieder, wenn Sie ihn bis Dienstag nicht geben, reservieren Sie das bitte für mich. Ich kann am Dienstag abholen. Dann schreibt der Verkäufer, Sie können ihn morgen abholen. Nach 1000 Mal geschrieben. Dann schreibt er, ich kann nicht morgen. Wieso fragen Sie denn, ob morgen dann auch geht? Weil ich morgen arbeite. Ja, aber warum fragen Sie dann, ob ich morgen zu Hause bin, wenn Sie sowieso nicht können? Und dann antwortet der Typ einfach, wir brauchen ihn nicht mehr, Dicker. Vielen Dank für Ihre Zeitverschwendung. Junge, was ist das für ein Chat, Alter? Muss los, Leute, egal. Verkauft wird, es geht direkt weiter. DM, Toilettenpapier, Klopapier, Mops, Bulldogge limitiert. Also anscheinend sind irgendwie Bulldoggen drauf gemalt. 300.000 Euro Verkaufsbasis. Ihr habt hier die Möglichkeit, 150 Packungen des limitiertem DM Toilettenpapier zu ergattern. Preis ist verhandelbar. Nee, für 300.000, da brauchen wir nicht mehr verhandeln. Da muss man direkt zuschlagen. Guten Abend, wäre eine Bezahlung via PayPal möglich? Liebe Grüße. Hallo, ja, das würde gehen. Hab allerdings schon einen anderen Interessenten. Ich melde mich, falls er doch abspringt. Liebe Grüße. Dann schreibt der Typ, danke für die Rückmeldung. Dann passe ich. Als zweite Wahl stehe ich nicht zur Verfügung. Dann der Typ, auch mit Humor direkt. Tut mir leid, falls ich Ihre Gefühle verletzt habe. Ich hoffe, wir können Freunde bleiben. Dann schreibt er, weder noch. Das ist belanglos. Ich glaube, der verwechselt irgendwie eBay mit Lavoo oder so eine Scheiße. So, weiter geht's. Und zwar wird eine Anzeige in eine Hausfrau oder Studentin gesucht, Leute. Guten Tag, ich bin Studentin und würde gerne mehr erfahren. Mit freundlichen Grüßen. Hi, danke für die Rückmeldung. Bitte bla 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 anschreiben mit Foto. Schreibt sie, okay, ziemlich unseriös. Nein, danke. Dann schreibt er, okay, dann nicht. Ich zahle dir Geld monatlich, damit du so tust, als wärst du meine Freundin. Junge... Die nächste Anzeige ist auch Gold wert, Leute. Netflix-Hamster. Ich muss mich von meinem Hamster trennen, weil er Serien ohne mich weiterschaut. Wir haben die Serie zusammen angefangen und er hat mich betrogen. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Abzugeben an Leute ohne Netflix. Alles klar, Digga. Auch die nächste Anzeige. Huhu, tausche neuwertiges Bügelbrett gegen Prosecco. Ich kann eindeutig besser feiern als bügeln.
Ja. Und dann würde ich sagen, Leute, kommen wir auch schon zum letzten. Und zwar geht es da um einen Seat Ibiza oder so, der alte. Ich weiß nicht, welcher das ist. 500 Euro ist eine Schramme an der Seite. Ist einer reingefahren. So, man denkt jetzt erstmal nichts Böses und dann sieht man das Bild. Ja, was soll ich dazu sagen? Was für Schramme, Junge! Die Karre ist komplett frick! Wie kommt man denn da drauf zu schreiben, dass es eine Schramme ist? Boah, Leute, Alter. Aber ja, reicht doch dann für heute. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das liebend gerne, Leute. Road to 2 Millionen ist da, deswegen ballert mir ein Abo rein. Entweder hier irgendwo per Button oder der Link in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Und Peace.